Oh mein Gott. Ah, es riecht so tasty. So, willkommen zurück. Ja, es musste einfach sein. Wir gehen zurück zur Kanonenflotte Galaxie. Dam, dam. Und diesmal sind wir beim Überlebe des Speerfeuer. Das hört sich nicht sehr toll an. Das hört sich gar nicht toll an. Das sieht doch nicht toll aus. Ich habe Angst. Ich habe gebläht. Vor Angst. Wisst ihr? Ich habe auch noch Flatulenz dazu. Also wenn man bläht und dann nur noch Flatulenz, dann weiß ich auch nicht weiter. Ah, nein, 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 nein. So, und so, und hier rüber, hier rüber, hier rüber. Los, das schaffst du, das schaffst du, das schaffst du. Und den Rest mache ich mir alleine zur Arbeit. So. Oh, süß. Kleine Kugel, kleine Chompy-Dompies. Ja, ich nenne sie Chompy-Dompies. Habt ihr ein Problem? Hm, hm, sagt's mir. Ah, Chompy-Dompies. Chompy-Dompies, ah, au. Chompy-Dompies. Und sie bellen auch noch so süß, ey. Oh mein Gott, oh, puh, das war knapp. Das war mehr als nur knapp. Du, 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 du. Kann man ja eigentlich kaputt machen? Nee, leider nicht. Schade. Drehen. Dreh die Muttern auf die Schraube. Ach ja. Es gibt einen ganz perversen Grund, warum die Mutter heißen. Aber den will ich jetzt nicht hier nicht nennen. Könnte man sich ja selbst denken, ne? Eine Mutter, ein rundes Ding mit einem Loch in der Mitte, wird wo draufgeschraubt. Ich will nicht näher ins Detail gehen, ne? Nicht ins Detail, das wäre böse. So, komm her, brauche ich. Dankeschön. Warte mal, das will ich haben, hier. Mach mal so. Danke. Ah, geile Sache. Geile Sache. Haha, Mann, bist du dumm. Oh, nur Münzen. Okay, danke, tschüss. Weiter. Oui, ja, ja, ja. Ach, wir sind schon im Speerfeuer angekommen. So, ziehen, 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 ziehen. Und los geht's. Das Speerfeuer ist so übertrieben böse. Ich komme gar nicht mehr klar. Aha, ja. Da, du. Ah, nein, nein, oh. Oh mein Gott. Habe ich gar nicht mehr mitgekriegt, dass ich fast gestorben wäre. Hahaha. Oh Gott, nein, nein, nein. Mach keinen Scheiß. Na, wie lenkst du denn gerade, Mario? Der hat sich gerade Spaß daraus gemacht, mich zu verarschen, ey. Dam, dam, da, dam. So. Aber ich wette, gleich knallt er irgendwo wieder rein. Naja, nicht ganz. Oh, doch. Oh, es ist ein Chomp. Da oben war doch sicherlich irgendwas Cooles. Naja, interessiert mich nicht. Yay! Ah, das geht ja gleich noch, das geht ja gleich noch zur Seite und auf den Kopf wieder und oh mein Gott, das ist nervig. Ah, Mann, ey. Nein, ach, egal. Und wieder auf den Kopf, yay. Und du haust mal ab hier, danke. Oh mein Gott, jetzt geht das Speerfeuer aber richtig los. Und hier drauf. So. Ich glaube, wir haben es geschafft. Oh ja, haben wir. Yay. Yay. Oh, hast du Angst gekriegt? Hahaha, ich bin so böse. Yay. Yay. Und nochmal yay. So, und hier drauf. Yay. Ja, ist das nicht wunderbar? Ja. Ja, ich weiß, das klang irgendwie schwul. Schwul. Aber ich habe nichts gegen Schwule.
Ja. Mensch, kommt nicht damit. So. Dann geht's jetzt weiter in der Kanonenflotte Galaxie. Wo waren hier nochmal der geheime Stern? Ich glaube, der war sogar hier. Nein, das war der geheime Stern, oder? Oh, nein. Scheiße. Nein. Oh, scheiße. Die Kanonenflotte Galaxie ist ja sowas wie die Erweiterung von Kampffelsen Galaxie. Hat also, naja, die identischen Endboss auch, diesen Begoman-Stammhalter. Und daher gibt es auch den gleichen geheimen Stern hier. Ich glaube, das ist sogar hier schon. Ja. Oh nein, ich habe das doch gehasst. Das ist eine Sackgasse. Du bist in der Mitte der Pionier. Aber mehr, jemand hat hier nicht brennbaren Müll hingeworfen. Wenn ich dir die Mittel gebe, machst du dann hier sauber. Ich bin dabei. Unter Zwang. Okay, danke, danke. Dumm, bumm, bumm. Strategie. Was ist meine Strategie? Was ist meine Strategie? Einfach randommäßig was reinwerfen erstmal. Oh, das war voll der falsche Wurf, ey. Das war schon mal nicht schlecht. Aua. Das wird doch jetzt schon nichts mehr. Dankeschön. Okay, ich brauche eine bessere Strategie. Nein, nein, du musst es schneller machen. Ey, warum muss ich das schneller machen? Das ergibt doch keinen Sinn. Als ob der sich wieder duplizieren würde, der Müll. Was er offensichtlich getan hat. Okay. Zack. So, das war meine Kettenreaktion hierfür. Jetzt will ich eigentlich noch eine Kettenreaktion hier machen. Ja, das wird auch super was. Toll, vor allem, weil der nicht geklappt hat. Mann! Wie mache ich das denn? Oh, das sind die schlimmsten Aufgaben im gesamten Spiel. Oh, wie mache ich das denn? Mann, 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 Mann! Okay, okay, okay. Fick dich ins Knie. Ja, du solltest ficken. So, das hier in der Mitte war ja schon mal eigentlich gar nicht so schlecht. Wie wirf ich das eigentlich gerade alles? Das ist doch voll... Naja, ging. Oh, Mann! Alter, du bist doch ein behinderter Roboter, ne? Ganz, ganz ehrlich, du bist so behindert, so frontal gegen die Wand gelaufen. Aber richtig, ne? So, jetzt überlege ich mir gerade was. Nein, ich habe falsch geworfen. Ach, scheiß doch die Wand an, ey. Naja, okay, ich habe doch nicht falsch geworfen. Gut. Ah, shit! Oh, es war fast gut. Es war fast... Ja, das hast du verdient. Mann, Mario. Au. Okay. Ich habe gemerkt, bei mir wird gerade geklingelt und deswegen mache ich sowieso mal kurz eine Unterbrechung. Also, bis gleich. So, ich habe mich jetzt um die Person, die geklingelt hat, gekümmert. Beruhigt habe ich mich jetzt nicht, aber wir können weitermachen. Go! Ja, los, 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 los hier. Das war ein Es-Ging-Wurf. Nein! Er hat... Oh, es war kein Es-Ging-Wurf, es war ein Fick-Sich-Wurf. Eine Multi-Explosion! Huah!
Dam, dam, dam. Kann man die irgendwie früher zum Explodieren bringen, wenn man irgendwie ein Sternteil dagegen ballert oder was? Ey, das ist doch wohl... Mann! Das ist echt nicht drin. Nee. Nein. Ich will nicht. Fuck. Oh. So. Multi-Burns. Mann, nimm, 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 nimm. Oh, das wird doch auch nichts. Na, Mann. Wenn es so weitergeht, verschnelle ich das einfach irgendwie oder so. Bis ich es geschafft habe. Ich meine, wenn ich es jetzt verschnellern würde, dann müsste ich auch gar nicht mehr kommentieren, weil man dann meine Stimme sowieso nicht mehr richtig verstehen würde und deswegen würde ich die sowieso rausnehmen, aber sonst ist alles in Ordnung. Ach ja. Ich meine, ich habe auch so, wenn ich normal kommentiere, eine Quietschstimme, als wenn ich verschnellern würde, also sonst ist alles in Ordnung. Es würde klappen, hätte es jetzt eine Kettenreaktion gegeben. So eine Scheiße! Hm. Mann, ich fick dich! So, das ist doch schon gut, wie ich den Anfang mache hier. Ja, der Anfang ist gar nicht schlecht, aber trotzdem scheiße. Toll, jetzt explodiert das Ding nicht mal. Good boy, good boy. Yes. Ey, das ist doch... Mann! Kriegt man die nicht... Ey, das ist doch zum Kotzen! Ich reibe euch 30 Sekunden eures verdammten Lebens schon um wieder. Ah, ich bin stolz drauf. Da, da, du, du. Und das wird auch nichts. Nice. Weil da ein Müllhaufen geblieben ist. Ein einziger Müllhaufen. Jetzt geht's aber los hier. Los! Das Drehen war dann schon mal voll skill-like, ne? Also es machen nur Skiller so. Das Spiel leckt sogar durch diese große Explosion. Ey, und jetzt habe ich sogar falsch geworfen, das beschissene Ding, ey. Ja, kann ich doch auch schon verpassen, ey. Oh, ey, ganz ehrlich, wie kriegt man diese Dinger früher zum Explodieren? Du hilfst mir. Nein, warum sollte ich? Ich bin doch nur ein dummes, kleines Etwas. Nein. Mann! Jetzt, das ist falsch geworfen, oder? Wenn das so wäre, ich würde mich aufessen. Ja, das würde ich tun. Ach, wenn das nur reichen könnte. Was es nicht tut. Also nee, wisst ihr was? Nee. Also nee. Nö. Nö. Was soll das?
Hm. Oh. Mann, 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 Mann. Ich scheiß mich an. Ich könnte mich kacken. Ja, ich könnte mich kacken. Das ist das neue Ghetto-Deutsch. Ich könnte mich kacken, Folio. Jetzt nimm diese scheiß Bombe doch mal hier, ey. Und werf sie wie ein Mann. Like a man. Like a real man. Oh, hätte diese Explosion die andere Bombe noch erwischt. Alter, du hast Bolz an deinem Magnet. Gib sie Ratchet wieder. Oh, danke, danke. Ich bin voll der homosexuelle Roboter. Ich hab nichts gegen Schwule, immer noch. Das hat gerade so gut gepasst. Alter. Alter. Alter, Falter, du bist voll der Kuhhalter. Alter Verwalter, du bist hässlich. Ich halte mich zurück. Nö, ich halte mich ganz normal zurück. Ich bleib völlig cool. Das ist die beschissenste Aufgabe in ganz Super Mario Galaxy. Es gibt nichts Schlimmeres. Gib mir einen Risikokometen. Gib mir einen anderen Kometen. Gib mir irgendeinen brutalen Kometen. Gib mir drei Bowsers auf einmal. Aber nicht diese Aufgabe. Mann! Oh, Mann! Oh, das wird doch schon wieder nichts. Was zum Kotzen! Oh! Jetzt habe ich einen Haar auf meiner Nase! Ah, ich esse dich auf, Haar! Oh nein, ich werde meine Strategie nicht ändern. Ich werde sie so beibehalten, wie ich die ganze Zeit es mache. Irgendwann muss es ja klappen. Diese Druckwelle hätte ihn erwischen müssen! Ja! Teufelsschreie! Ich weiß, ich höre mich wie eine fauchende Katze jetzt gerade an. Und es geht mir auch ziemlich auf den Hals, aber ich musste einfach diese Wut gerade mal rauslassen. So, hier frisst den hier, dankeschön. Und rein mit dir. Das wird nichts! Nein! Einen Millimeter! Einen Millimeter! Einen Millimeter hätte gefehlt. Ein Millimeter hätte gefehlt. Ein Millimeter. Leute, wisst ihr, was ein Millimeter ist? Ein Millimeter ist ein verfickter Millimeter. Ey, das muss doch jetzt kommen. Das sind die Nunchuck und das ist die Wiimote und der Nunchuck, den ich gerade zusammenschlage. Zufrieden? Zufrieden? Seid ihr nun zufrieden? Mhm. Wo ist der Sensorleiste? Ah. Okay. Chilligere Position einnehmen. Männliche Position. Und dann wird schon. Fick dich. Fick dich, 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 fick dich.
geh dich doch mal ernsthaft weg, denn du bist scheiße. Ich glaube, jetzt habe ich sogar die Bombe hier falsch geworfen. Ich fasse es nicht. Nee, das wird nichts mehr. Nee, das war doch so gut. Ich hatte ungefähr eine halbe Sekunde mehr. Nee, ihr müsst euch jetzt ungefähr schon 10 Minuten mit dieser Aufgabe rumquälen. Ich genauso. Aber gebe ich auf? Vielleicht irgendwann. Aber jetzt noch nicht. Hä? Was zum... Die Bombe war überflüssig? Seit wann war die eine Bombe überflüssig? Dankeschön, du Beschissener! Guten Abend, gute Nacht. Und nein, ich werde es nicht schneiden. Ihr wollt doch sicher alle sehen, wie ich Hörer mache und schreie und Flatulenze. Ihr seid euch solche Hooligans. Oh, jetzt habe ich durch die... Oh, Mann! Ach, das wird doch auch wieder nichts, oder? Stitch-Lache! Nicht Stitch-Lache, Stitch-Schrei. Jetzt wisst ihr, wie ich bin, wenn ich so richtig angepisst von der Aufgabe in einem Spiel bin. Nämlich genau so. Das kann nichts werden. Hört einfach zu der beschissenen Musik, während ich hier mein beschissenes Gameplay vollführe. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Oh, hör doch auf, so zu laggen, Spiel, ey. Ich hol mir gleich was zu Frust fressen, ey. Oh. Hm. Wisst ihr, nein, nein. Ich bin noch nie angepisst. Nö, nö. Also das, nee, das schafft's an mich nicht aufzuregen. Habt ihr gedacht, ich wäre angepisst?
Ja, das bin ich auch, aber... Nein, 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 nein. Mann, jetzt geh doch mal kaputt hier! Mann! Jetzt nehme ich als erstes die linke Seite. Könnt ihr nur mal... Kann ich doch alle euch anpissen. Okay, so. Hä? Warum ist das so denn viel einfacher? Kann mir das mal jemand erklären? Aber trotzdem, ja! Mein Stuhl ist, glaube ich, gebrochen gerade. Mein Rücken tut gerade sehr doll weh. Aber ich habe den Stern. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe 15 Minuten oder so an einer Aufgabe gesessen. Über 15 Minuten. Ich entschuldige mich höflichst bei euch, dass ich euch ins Ohr geschrien habe oder aus den Boxen hinaus. Ich entschuldige mich dafür, ungefähr 15 Minuten eures Lebens verschwendet zu haben. Ich entschuldige mich dafür, dass ich dieses Let's Play mache, was ich aber auch trotzdem noch vollführen werde. Und ich entschuldige mich, dass jetzt der Part zu Ende ist und ihr bis zum nächsten Part warten müsst. Also, tschüssele.